Herzlich willkommen. Heute geht es noch einmal um Einzelheiten der rechtlichen Behandlung der sogenannten Blockchain-Technologie und konkret um sogenannte Smart Contracts. Dazu ein Beispielsfall, der Gegenstand der Vertiefungsfrage zur letzten Einheit war. Wenn Sie sich an die letzte Einheit erinnern, wissen Sie, dass Smart Contracts trotz ihres Namens keine Verträge sind. Sie sind in Wirklichkeit Computerprogramme, die nur die Besonderheit haben, dass sie in einer Blockchain-Umgebung laufen, das heißt verteilt auf vielen Rechnern im Internet zugleich und nicht auf einem einzelnen Computer. Diese Smart Contracts sind keine Verträge, sie können aber bei Abschluss von Verträgen oder bei der Durchführung von Verträgen hilfreich sein. Als Beispiel dafür wird oft die Vermietung von Wohnungen genannt. Das ist auch unser Fallbeispiel. V bietet über ein Blockchain-System eine Ferienwohnung zur Vermietung per Smart Contract an. M möchte tatsächlich diese Wohnung anmieten und übermittelt deswegen ein rechtlich bindendes Angebot an den Smart Contract, die Wohnung für 2 Wochen zu mieten. V übermittelt ihrerseits ihre Zustimmung dazu, also ihre Annahmeerklärung an den Smart Contract und zusätzlich per Mail an M. Nun kommt es aber zu einem Programmfehler, wie er vorkommen kann, und das Geschäft wird tatsächlich nicht in der Blockchain aufgezeichnet. M findet das ganz praktisch, denn er hat inzwischen eine andere Ferienwohnung gefunden und beruft sich nun auf das vielbeschworene Prinzip Code is Law, also auf das Prinzip der Anhänger dieser Vertragsform, dass der Smart Contract, wenn er denn von den Juristen nicht für einen Vertrag gehalten ist, doch zumindest den Vertrag wiedergeben und vorgeben soll, sodass alles, was sich nicht in der Blockchain abspielt, auch nicht rechtlich wirksam ist. Und mit dieser Begründung will M nun nicht bezahlen. V fragt, ob sie doch die Miete verlangen kann. Schulmäßiger Prüfung müssen wir einen Anspruch aus § 535 Absatz 2 BGB in Erwägung ziehen. Voraussetzung dafür ist Pflicht der Abschluss eines Mietvertrags durch übereinstimmende Willenserklärung von M und V. Dass M ein verbindliches Angebot machen wollte, als er seine Nachricht an diesen Smart Contract gesendet hat, hatte ich eben schon vorgegeben, um das abzugrenzen vom Anbieten im Sinne einer Invitatio ad Offerendum, die sicherlich schon dadurch gegeben ist, dass V eben ihre Ferienwohnung im Internet anbietet. Also M hat ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages gemacht, indem er seine Nachricht an den Smart Contract übermittelt hat. Und das hat V offenbar auch erfahren, denn sie hat ja geantwortet. Und ihre Nachricht hat sie nicht nur an den Smart Contract übermittelt, sondern auch direkt an M, sodass auch insoweit keine Zugangsprobleme bestehen. Dass also an sich 2 übereinstimmende Willenserklärungen gegeben sind, können wir damit schon bejahen. Die Frage ist nun nur noch, ob vielleicht ein Formerfordernis zu beachten ist. Dafür gibt es zweierlei Ansatzpunkte, die auch in den Fragen auf StudIP zum Ausdruck kamen. Da war zunächst die Antwortmöglichkeit vorgegeben, ein Mietvertrag muss immer schriftlich abgeschlossen werden. Und da waren sich alle, die das bearbeitet haben, es waren gar nicht so wenige, trotzdem würde ich mich freuen, wenn es noch mehr würden. Alle waren sich also einig, das ist falsch und das ist auch richtig. Tatsächlich ist das, was ich sage, ein Mietvertrag muss nicht immer schriftlich abgeschlossen werden, sondern im Allgemeinen ist er formfrei, auch der Wohnraummietvertrag. Anders ist das nur im Rahmen des § 550 BGB, auf den die zweite Antwortmöglichkeit abzielt. Nach 550 muss ein Mietvertrag, der über länger als ein Jahr abgeschlossen wird, in Schriftform abgeschlossen werden. Allerdings gilt nicht die übliche Sanktion. Der Vertrag ist nicht nichtig, wenn die Schriftform missachtet wird, sondern er gilt dann als auf unbefristete Zeit geschlossen. Darauf spielt die zweite Antwortmöglichkeit an. Sie haben aber wieder richtig alle erkannt, dass auch das eine falsche Aussage ist. § 550 BGB ist ja gar nicht einschlägig, denn es handelt sich ja hier um einen Vertrag für 2 Wochen und nicht um einen für längere Zeit als ein Jahr. Infolgedessen kommt auch nicht in Betracht, dass 550 BGB zu einer unbefristeten Mietbindung führt. Einig waren sich eben andererseits alle, dass die nächste Aussage richtig und die übernächste wieder falsch ist. Das finde ich zumindest ein bisschen voreilig, wenn Sie das ohne weiteres so gesehen haben, denn darüber kann man nachdenken. Es ist tatsächlich möglich, einen Vertrag zu vereinbaren, dass ein Vertrag nur wirksam werden soll, wenn er im Internet
also in der Blockchain verbucht wird oder sonst irgendwie schriftlich festgehalten wird. Das wäre dann in der Tat die Vereinbarung einer gewillkürten Form. Also unser Vertrag bedarf nicht der Schriftform, aber er muss in der Blockchain dokumentiert sein. Man spricht dann auch vom gewillkürten Buchungszwang, so die Formulierung von Paulus und Matzke. Das wäre also denkbar. Allerdings wird man das nur deswegen, weil V ihre Wohnung über eine Blockchain anbietet und M darauf zuschlägt, nicht ohne weiteres annehmen können, sondern wird dafür wohl eine ausdrückliche Vereinbarung fordern müssen. Es hätten also entweder V und M vorab vereinbaren müssen, wir schließen unsere Verträge nur via Blockchain, oder, was eher nahe liegt, M hätte zum Ausdruck bringen müssen, ich bin nur bereit, über die Blockchain zu kontrahieren und mache die Annahme auf demselben Weg zur Bedingung meines Angebots. Beides ist hier nicht passiert, insofern kann man von einer gewillkürten Form nicht ausgehen. Das bedeutet im Ergebnis, dass sie alle recht hatten. Es ging also nicht darum, sie zu tadeln, wenn sie sich so entschieden haben, sondern nur darauf hinzuweisen, dass man über diesen Punkt einen Moment nachdenken konnte. Das war eigentlich der zentrale Punkt der Wiederholungsfrage. Im Ergebnis wird man sagen müssen, hier war keine Formvereinbarung geschlossen, deswegen konnte der Vertrag formlos geschlossen werden. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, der Vertrag ist nicht nach 125 Satz 2 BGB nichtig, sondern vielmehr wirksam. Damit ist auch die letzte Aussage unzutreffend. Als Gesamtergebnis, weil kein Formverstoß vorliegt, ist der Vertrag wirksam zustande gekommen und der Anspruch besteht. Der Vertrag ist hier also da, obwohl das mit dem Smart Contract nicht geklappt hat. Vielen Dank.